Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice. Und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich, ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe, so wie... Den Wald vor lauter Bäumen, nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum wie eine Füchsin in ihrem Bau. Nichts im Leben macht mir so viel Spaß wie die große Rutsche im Hyde Park. Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin, Alice. Die Vorpalklinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich? Bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerungen.
Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Besten Dank für die Schnauze. Und jetzt geh.